erstmal Scheiße genommen, muss ich mir tatsächlich zugeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr dieses Let's Play jetzt schon findet, ob ihr es gut findet, dass ich das hier mache, oder eher schlecht, weil es ein älteres Spiel ist, ja, von dem Jahre 2004. Ich weiß, es ist schon ein ziemlich altes Spiel, aber es macht Bock. Es war damals wirklich ein Bestseller. Und ja, ich habe es ja auch schon mal sehr lange schon angekündigt, dass ich es spielen werde, beziehungsweise ich habe es schon lange versprochen, aber ja, jetzt ist es tatsächlich endlich soweit und ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr jetzt wollt, dass es jetzt täglich kommt oder nur alle zwei Tage. Denn wie ihr wisst, laufen ja noch andere Projekte momentan und ich habe das einfach mal so reingequetscht, weil ich gedacht habe, okay, ich werde. Ja. Weil ich euch ja nicht warten lassen will. Und ich will euch das versprochene Projekt ja auch geben. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss es mal machen, weil sonst werden die böse, ne? Und jetzt habe ich mir gerade mal gedacht, ich schieb's einfach mal hier so rein, ne? So, natürlich geht's jetzt wieder weiter. Und wir haben schon einiges geschafft. Muss ich mal zugeben. Ja? Also hey, ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her. Okay. Sie verpfeift uns. So, mit F4, da haben wir die ganzen Karrierestatistiken. Also alles, was wir so machen können, beziehungsweise was wir noch erkundigen müssen, beziehungsweise solche Sachen halt. Da steht zum Beispiel auch, wie viel wir für diesen Wagen ausgegeben haben. Wir natürlich 0. Unser Kontostand haben wir natürlich auch. Gefahrene Rennen, gewonnene Rennen. Und die Siege in Prozent, also derzeit noch 100%, ne, wir haben noch kein einziges Mal verloren. Dann hier die gewonnenen Rennen, Rundkurs, Sprint, Drift, Drag, Street X, URL. URL, das werden wir auch dann später ein bisschen kennenlernen, genauso wie Street X und Drag und Drift. Aber ich denke, Drag und Drift sollte schon jeder kennen, der auch Need for Speed schon länger kennt, beziehungsweise sogar selbst mal gespielt hat. Dann hier die ganzen Premieren. Das sind die ganzen Covers bzw. Zeitschriften und DVD-Cover. Das sind so Spezialevents und Sponsorenverträge. Das sind auch spezielle Sachen. Also diese drei Sachen sind so spezielle Sachen, die man sich dann auch noch abarbeiten müssen. Ne? Ruf insgesamt in der Stufe 1 haben wir derzeit 600. Wir haben noch maximal. Und so weiter und so fort. Und natürlich hier ganz unten sieht man auch nochmal freigeschaltet, sprich die freigeschaltenen Teile in Prozent. So, jetzt haben wir es. Derzeit noch 0%. Und optische Bewertung da oben, da sieht man, wie gut das die optische Bewertung für diesen Wagen ist. Denn hier geht es nicht darum, ob der Wagen jetzt so wirklich schön aussieht, sondern das Spiel sagt, okay, die optische Bewertung ist das und das und das. Denn wir müssen später auch dann mal 10 Sterne Wagen bauen und das ist auch hier das Maximum. Und da müssen wir schon ordentlich was reinbauen und mit so Standardsachen kann man da keine gute Bewertung abmachen. Das ist natürlich auch klar. So, wenn wir hier weitermachen, dann Intro-Status. Ja, wir müssen zum Autohändler beziehungsweise nachher zur Garage, das kommt nachher erst und dann hätten wir das hier erstmal fertig. Ja, freigeschaltete DVDs, ja, nicht verfügbar. Derzeit haben wir solche Spezial-Events erstmal nicht nötig für diese Stufe, deswegen ist es auch hier noch nicht freigeschalten. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Oh Gott, ich werde das vorausgesehen. Ich nicht. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das hier ein bisschen so aussieht. Moment mal jetzt. Nein. Hier. Ich weiß gar nicht. Ist es hier schon drin? Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Und zwar wegen die Tuning-Shops. Das ist anscheinend, glaube ich, noch nicht drin, ne?
oder? Oder bin ich nur blind gewesen? Nee, ist tatsächlich noch nicht drin. Hier werden dann auch die ganzen Tuning-Shops aufgezählt, wie viele man in gewissen Kartenabschnitte man schon gefunden hat. Zum Beispiel 2 von 2 oder 1 von 2 oder 1 von 3 und so weiter und so fort. So, wir müssen nach Fort Union und das ist hier. Wir sind eigentlich schon in Fort Union, aber das Rennen ist hier vorne. Und woher weiß ich denn das? Wie gesagt, ich spiele nicht für Speed Underground 2 nicht zum ersten Mal. Hey, Baby, lange nicht mehr. Hey, was ist denn das? Ach, verstehe, da will mich einer verarschen. Ja. Mir doch egal. Also, trittst du an oder was? Der Erste im Ziel sackt die Kohle ein. Also. Nur vorab, ich verarsche Leute sehr gerne. Und jetzt hat mich der LKW-Fahrer hier auch mal verarscht. Okay, das lasse ich noch gelten. Aber ich verarsche auch sehr gerne Leute, ne? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich ein netter Typ. Oh mein Gott, das war so unnötig. Nee, in Wirklichkeit bin ich natürlich ein netter Typ, ne? Ich bin nicht so einer, wenn ich jetzt jemanden treffe, dann muss ich den so hart dissen und so. Oder das so richtig schön verarschen, damit er deprimiert wird und so. Nee, so einer bin ich natürlich nicht. Ich bin ein ganz zärtlicher und lieber, ne? Wow, so viel Speed. Okay. Geschätzt, wie viele Parts wir in diesem Let's Play hier bringen werden. Ich kann euch jetzt schon mal versichern, ich werde dieses Spiel durchspielen können. Ich habe das schon sehr oft auf dem PC schon mal durchgespielt. Ich spiele auch derzeit auf dem PC. Wie viele Parts werde ich so ziemlich bringen? Das kann ich noch nicht beantworten. Es werden auf jeden Fall nicht wenig. Ich weiß nicht, ob ich es unter 100 schaffe. Weißt du, Hotshot, alle wissen jetzt, was Sache ist. Du fährst keine Rennen mehr und je später du hier vorfährst, desto übler wird das Ganze. Das war mein letzter Anruf. Ach, du meine Güte. Das war gerade Rachel und sie war richtig sauer gerade. Ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen, weil sonst könnte es wirklich sein, dass es unser letzter Fahrt wird. Nein, natürlich nicht. Ja, wir fahren einfach mal zum Autohändler und holen uns unseren ersten Wagen. Und ich sage euch jetzt schon mal, das ist kein geiler Wagen. Das ist kein geiler Wagen. Aber es ist der beste Wagen für den Anfang. Also von dem her, was will man, ne? Es geht leider nicht anders. Das ist halt der Wagen von Anfang und ja. Gut. Ich bin bereit und gehe einfach mal. Oh Gott. Na endlich! Wo bist du mit meinem Wagen gewesen, ha? Wenn da auch nur ein Kratzer dran ist. Sam sagt, du kannst fahren. Mag ja sein, aber nicht mit meinem Wagen. Nutz deine Kohle für einen Fahrbahnuntersatz. Ich ruf dich später an. Hey, es gibt gute Neuigkeiten. Das Geld vom Unfall ist da. Samantha hat's mir überwiesen. Kannst dir einen neuen Wagen dafür aussuchen. Wir sehen uns nachher. So, dann suchen wir uns mal einen Wagen aus. Also, die war jetzt richtig sauer, ne? Hat man auch ein bisschen mitbekommen. Es hat ihr nicht so gefallen, dass wir 3 Rennen gefahren sind, obwohl sie wollte, dass wir sofort kommen, ne? Aber gut, es hätte sich auch nichts geändert, wenn ich jetzt sofort dahin gefahren wäre. Die hätte sowieso das gesagt, aber okay. Von denen haben wir Kleingeld verdient und jetzt können wir auch noch einen Wagen abstauben. Und wir hatten auch Spaß mit ihren Wagen, also von denen her. Wir sind alle glücklich und von denen her, ja, perfekt. Okay, suchen wir erstmal den Wagen aus. Also der perfekte Wagen ist es
Der hier schon mal nicht. Das möchte ich schon mal sagen. Denn es gibt drei Sachen hier bei Need for Speed Underground 2, was man beachten müsste. Und zwar ist es hier einmal die Beschleunigung. Was ist die Beschleunigung? Natürlich, wenn man erstmal Gas gibt am Anfang, ne? Zieht der Wagen oder zieht er nicht? Wenn er nicht zieht, dann dauert es länger, bis er mal auf einer gewissen Geschwindigkeit kommt. Und wenn er eine gute Beschleunigung hat, dann zieht er es richtig schön schnell weg und dann, ja. Höchstgeschwindigkeit, ja. Maximalgeschwindigkeit, ist die hoch oder eher niedriger? Das kann man hier so gut ablesen. Handling, ist es eher schwammig oder ist es eher steif? Das kann man hier so gut nachvollziehen. Und es wäre am besten, wenn alle drei Sachen ziemlich hoch wären. Das ist natürlich das Beste von einem Wagen. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also Höchstgeschwindigkeit ist ja so richtig lahm. Also man sieht, wenn man jetzt hier vergleicht, den 106er mit dem 206er. Ist ja ganz schön ein Unterschied und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der 106er ist der, den wir auch nehmen werden, weil der auch der beste ist. Gut, Beschleunigung, eigentlich alle drei Sachen hat der schon mal besser als wie der. Gut, Opel würde ich eigentlich auch nie nehmen. Ja, okay, ich habe nichts dagegen, wenn ihr Opel-Fahrer seid oder wenn ihr jemanden kennt, der Opel als Auto hat oder so, ne? Aber ganz ehrlich, mir gefällt Opel überhaupt nicht. Ich kenne ein Sprichwort von Opel, das werde ich aus Sicherheitsgründen nicht sagen, nicht, dass mich jetzt einige haten oder so, aber Opel ist nicht meine Marke, meine Marke ist eher so Nissan und so. Mir tut es eigentlich auch leid, dass ich den nehmen muss, ne? Ich würde ja auch gerne den hier nehmen, ne? Weil es Marke Nissan ist, aber ihr seht ja, es bringt sich nichts, weil dann könnte ich ja gleich den hier nehmen. Also von denen her nehmen wir jetzt den 106er und das ist jetzt unser Wagen. So. Punkt Ende. Und wenn es euch nicht passt, dann schaltet etwas später ein, denn dann werden wir einen Nissan fahren. Schwing dich in deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Also ich denke, ihr bemerkt bestimmt, dass dieser Wagen eine Scheißbeschleunigung hat, wie auch eine Höchstgeschwindigkeit bzw. auch Handling, als wie der andere Wagen. Ja, das ist schon mal klar. Es ist kein getuntes Auto, es ist ein Serienwagen. Das ist der Nachteil. Wir fahren gerade einen Serienwagen. Also wir gucken damit herum, sag ich mal so. Ja. Und die Beschleunigung ist so krass übertrieben, muss ich jetzt mal sagen, ne? Da schläft man überhaupt gar nicht ein. So, erstmal dick einkassiert. Also wenn hier ein Polster auf meinem Schreibtisch hier, beziehungsweise auf meinem Tisch hier liegen würde, ich würde sofort pennen, ne? Gleich geht's weiter mit der Story und ja, ich habe das Informationen hier gesehen, was auf der rechten Seite ganz kurz zu sehen war. Das soll ich später. Wir haben ja noch genug Parts hier zu verbringen. Und rein. Hör gut zu. In der Bayview-Rennszene geht ohne mich gar nichts. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, die Rennszene hier ist total angesagt. Du findest alles, was dein Herz begehrt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Drags, Drifts, Rundstreckenrennen und mehr. Du glaubst nicht, was wir schon alles erlebt haben. Natürlich ist auch jede Menge Geld im Spiel. Und für Elitefahrer gibt es die Underground Racing League. Das sind Rennen, zu denen man extra eingeladen wird. Mit Kohle und Respekt en masse. Alles, was du brauchst, sind Connections und eine gute Empfehlung. Der Laden gehört mir und du bist nur ein Gast. Ich hab das Sagen, also hör zu.
Da hinten ist Tommy. Er zaubert dir die tollsten Sachen unter die Haube. Wart's nur ab. Ich muss jetzt los und melde mich bei dir. Hey, Rachel hat alles geregelt und du bist fit für die Straße. Einen Garagenplatz hat sie dir auch reserviert. Ich zeig dir wo. Okay, da wären wir. Der Platz ist für dich. Du kannst hier Teile und Ausrüstung lagern. Es gibt hinten auch Werkzeug, wenn du deinen Wagen tunen willst. Ja, jetzt haben wir also die Garage. Und was kann man hier in der Garage alles machen? Ja, wir können wieder zurück zum Explore-Modus gehen. Das heißt, wir können Rennen fahren und so weiter und so fort. Wagenauswahl, falls wir mehrere Wagen haben, können wir es auswählen. Derzeit haben wir natürlich nur einen. Wir können insgesamt 5 Wagen besitzen. Ist irgendwie wenig, aber gut, ich brauche nicht viel, maximal nur 3. Weil ich am Anfang, ich will es ja nicht, ich will nicht zu viel verraten bzw. spoilern, ne? Aber es werden 2 Nissan als nächstes und das werden auch die einzigen dann auch sein. Also wir werden vielleicht maximal nur 3 Autos haben, mehr nicht. Dann was gibt's noch? Teile wechseln. Sprich, wenn man mehrere Teile für den Wagen so gekauft hat, kann man da wechseln. Sprich, wenn man jetzt da, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wenn man jetzt 5 verschiedene Schürzen oder so hat, ne? Oder Spoiler, kann man sich einfach wechseln, falls man sagt, okay, nee, der Spoiler oder so, ich weiß nicht, ich will jetzt mal einen anderen drauf haben, dann kann man sich hier einfach wechseln und, ja. Leistungstuning, Prüfstand, da kann man einfach ein bisschen mehr Power rauskitzeln, dann kann man ein bisschen testen und so weiter und so fort. Wie auch immer das schon der Name sagt, ein bisschen Tuning ist auch dabei, weil man ein bisschen Drehzahlen herumspielen kann und vielleicht sogar noch ein paar Leistungen oder Drehmomente noch rausholen kann und so weiter und so fort. Die Prämien, also Zeitschriften und DVDs und Sponsoren, da kann man halt nochmal angucken, was man so alles gewählt hat und so weiter und so fort. Und natürlich kann man die Covers auch angucken, wie das Cover aussieht und so. Das werden wir auch dann später sehen. Hier kann man speichern, falls man jetzt schon mal speichern möchte. Ich mache das jetzt einfach mal. Und hier kann man wieder zum Hauptmenü gehen. Und das war eigentlich jetzt auch schon die Garage erstmal von hier aus. Ja. Also von denen her, ich mache jetzt auch mal einen Cut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich gerade in der zweiten Folge oder so bin. In der Mitte irgendwo. Weil manchmal kann es sein, dass ich bei einer Folge in der Mitte oder so irgendwann, oder bevor eigentlich die Folge eigentlich wirklich aufhört, dass ich einfach mal ausmache, weil für den Tag erstmal genug habe. Und vielleicht am nächsten Tag vielleicht oder so wieder weiter aufnehme. Für euch ist es ja nur ein Cut, ne? Also, ich weiß nicht, ob es hier auch die Folge jetzt beendet wird oder so, keine Ahnung. Mal gucken, das werde ich nachher erst sehen, wenn ich rendere. Und ich hoffe, es gefällt euch, dieses Projekt. Schreibt es in den Kommentaren, ob ihr noch mehrere Parts davon wollt. Wollt ihr es täglich oder alle 2 Tage, weil ich mache es jetzt standardmäßig alle 2 Tage. Wenn ihr aber wollt, dass es täglich kommt, dann kommt es täglich, wenn ihr wollt. Nur dafür wird halt ein Projekt vielleicht nur alle 2 Tage oder so kommen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das mache oder ob ich jetzt 3 Videos pro Tag raushauen werde. Ich weiß es noch nicht. Es ist ja momentan 5 Projekte, eigentlich 4 derzeit noch. Das 5. wird jetzt gerade noch gestartet. Es sind gerade 5 Projekte im Umlauf. Das ist richtig unglaublich. So viele Projekte gerade. Naja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao.